Hallo und willkommen zurück zu einer Folge von Daisy Standalone, alleine der grüne Wanderweg. Also, das ist eine geile Aussicht, oder? Könnte man halt die Render Distance noch höher stellen, wäre es natürlich noch geiler. Aber okay, so ist das leider. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Wanderweg. Ah, hier, Fokus haben wir da so weit, ja. Ja, Baum. Wenn ich mich recht erinnere, waren wir sogar schon mal hier oben. Das, also sich beabsichtigt grüner Wanderweg, sondern im Allgemeinen, dass wir hier einfach schon mal lang gelaufen sind, bin ich mir relativ sicher. Ich kann mich natürlich auch irren. Aber mit dieser ganzen Serie, die ich jetzt hier vorhabe, möchte ich ja sowieso komplett einmal alles mit Absicht ablaufen. Gegebenenfalls vielleicht ein paar schöne Stellen euch zeigen können. Ich, keine Ahnung, ich habe auch nicht gegoogelt, ob es schöne Stellen oder ja, speziell schöne Stellen auf diesen Wanderwegen gibt. Keine Ahnung, Stein. Aber ja, das sehen wir ja. Wir hatten ja schon mal bei Livonia auf einmal ein Schloss. Ich glaube, das war der blaue Wanderweg. Ich mich gerade nicht irre. Da ist ein Haus. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja. Ja. Ah, hier sieht man diese Abrisskante hier komplett. Oh, da gehen wir die ganze Zeit oben. Oh, ist das schick. Ui. Jetzt habe ich zwar schon wieder ein bisschen was geguckt, aber oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Stein. Ach, hier waren wir schon mal definitiv. Komm, da gehen wir nochmal rauf. Wunderschön. Und für die Folge habe ich theoretisch schon ein Thumbnail. Wo das eigentlich auch schon ziemlich geil wäre. Mit Steinchen so vor. Ja, falls ich das andere nicht nehme, weil es in der eigentlich Vorfolge war. Aber ich das auch eigentlich recht cool, lustig fand. Habe ich da trotzdem einen Screenshot von gemacht? Nein, was ist lustig? Das war halt kaputt. Kann ich euch ja sagen. Das war ein kaputter. Rastpunkt. Rastplatz. Also, du bist mir jetzt sehr gerade. Was bedeutet, ich würde sagen, geradeaus. Bist nirgendwo hingeneigt? Ich würde sagen, geradeaus. Der Satz ist auch keine. Das ist doch. Oh, das nervt mich. Das nervt mich immer gewaltig. Ich meine, keine Ahnung. Ich würde gerade ausgehen, mal gucken, ob das richtig wäre. Hä? Ja, geradeaus. Hier sind wir. Okay, gerade auch. Okay, gut. Dann wäre ich doch richtig gelaufen. Ohne Karte. Zufall? Ja. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, ob 16 GB Arbeitsspeicher reichen würden. Ja, 14,4. Ich glaube nicht, dass es höher geht. Pfosten da wieder. Was ja nicht schlimm wäre. Kann ich wenigstens nochmal 16 GB verkaufen, weil ich habe noch nie 32 gebraucht, nicht mal bei Minecraft. Da war das Höchste, was ich da damals, wie gesagt, damals, das hatte ich mir mal aufgeschrieben. Ich glaube, da war das Höchste, was ich wirklich brauchte für das Spiel selber. Leider weiß ich jetzt gerade so nur 10 GB. Ich glaube, da waren wir auch so bei 13, 14 GB mit System und sowas, also ja. Oh, 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 oh.
Nee. Ist wieder so eine Ecke hier oben, die mir nicht bekannt vorkommt. Ach, da ist noch mehr. Da gucke ich mal ganz fix. Gut, rechts runter. Okay. Ja gut, hätte man jetzt auch gesehen, aber mit Zombies habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Darum mache ich das hier mal ganz kurz ein bisschen silent. Leiser und silent. Silent, ja? Leiser. Silent, ja. Equalizer. Okay. Super. Oh. Ich finde es ein bisschen schade, dass es hier keine Bänken gibt, so nochmal. Gut, ich meine, auf den Stein selber drauf. Ha? Warum sind hier Steinaufhalter? Na gut, Schnee. Schnee kann auch sein. Ah, komm, wir gucken mal da unten kurz. Nö, nö. Okay, in die Richtung sieht schon ganz cool aus, aber nee, nee, das da oben. Was ich fotografiert habe. War besser. Da ist noch ein Zombie, da ist noch ein Zombie 2. Okay, doch, das geht da durch, also muss ich tatsächlich. Oh, der Schwarze sieht fahrbar aus. Okay, ich muss da hoch. Ich gehe mal trotzdem ganz kurz hier unten lang. Muss ich mir hier unten mal kurz angucken. Ne, okay, der ist auch kaputt. Ja. Ja, ist auch kaputt. Doch, hier war aber schon. Das fand ich, glaube ich, schon damals so richtig geil. Hühnchen, hier ist gefährlich. Gar nicht wissen, wie viel hier auch wieder gebaut haben im PvP, also auf offiziellen Servern. Ja, obwohl gerade diese geilen Sachen hier, ich glaube, gerade da sollte man eigentlich ja nicht bauen. Würde ich jetzt persönlich mal so sagen. Sehr gut. Super. Es war auf jeden Fall ein schicker Platz. Da Urlaub machen, ja. Würde ich nicht verneinen. Und nach dieser Folge muss ich definitiv auch noch mal kurz auf den Desktop, dass ich die anderen zwei Bilder gut nicht lösche, aber verschiebe, sodass ich die nicht versehentlich dann doch mit einordnen. Das eine Mal musste ich mir echt bei zwei Videos richtig, richtig Gedanken machen, zu welchem Video jetzt welches Bild gehört. Mal so gesehen, Bild 1 zur ersten Folge ist Gott sei Dank easy. Und Bild 3, nee, 1, 2, 3, das Bild, was ich gerade gemacht habe, ist Bild 4 schon. Das wäre dann so gesehen diese Folge. Also Bild 1 erste, Bild 4 zweite Folge. Ich habe gerade gesagt, schade, dass hier keine Bänke stehen, aber. Ja, die Sichtweite ist echt nicht toll. Finde ich ein bisschen schade. Bei Armor 3, wenn man die Sichtweite voll hochdreht. Oh. Achso, bei der Bank war übrigens nochmal auf dem Stein eine Markierung. Und in der Vorfolge, glaube ich, hatte ich noch eine Fliege hier drin. Ich habe da mal dazwischen dieser letzter und dieser Folge kurz Pause gemacht und habe mal die Tür aufgemacht. Die ist raus.
Ist weggeflogen. Aber Pfosten, wie gesagt, sage ich nicht, weil die erkennt man doch ganz gut. Hat er auch schon ein paar Mal gesagt. Ich überlege gerade. Hier oben war, wie gesagt, hier oben war man definitiv, das weiß ich. Hier könnte sogar noch ein Garagenzelt irgendwo stehen, beziehungsweise halt ein Auto. Oh Mann. Was passiert, wenn ich da hingucke mit Visier? Nichts. Schade. Schade, schade. War schon echt ein schicker Spot hier oben wieder mal. Also grüne Wanderwege ist bis jetzt auch schön. Ich wollte ja eigentlich zu Anfang mir so die besten Wanderwege raussuchen, die ich halt dann persönlich am Ende Stein toll finde. Aber ganz ehrlich, die haben alle so das gewisse Etwas. Ich glaube, außer bis jetzt bei Shanna, also hier auf der Karte, bei Shanna ist hier. Ich glaube, der gelbe war jetzt nicht so geil. Glaube ich, bin mir leider nicht. Und Quartz. Sehr Quartz. Ich glaube, da war nichts. Ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht mehr so sicher. Ich meine, das ist halt auch immer wieder mal so ein bisschen ein paar Wochen dann immer wieder her. Weil wir halt auch privat momentan sehr viel Stress haben. Warum erfahrt ihr Baum? Nächstes Jahr. So, ja, Januar, Februar. Vielleicht auch mal zwischendurch. Vielleicht gibt es auch zwischendurch noch mal so ein kurzes Video. Ich habe es, glaube ich, auch sogar schon einmal verraten. Wenn es jemand weiß, sehr gerne unter den Kommentaren schreiben. Bin ich mal sehr gespannt. Na gut, klar. Man kann jetzt raten und auch instant das erraten. Stein. Zombies. Alter, sieht man so weit. Das finde ich so krass. Ich versuche gleich mal einen Zombie da zu kriegen. Ich gucke jetzt nur mal gerade, ob noch einer noch weiter weg ist. Ne, okay, da hört die Textur auf. Ich denke mal, da würden wir die Zombies auch nicht mehr treffen. Habe ich mein Entfernungsmesser dabei? Nee. Komm, wir versuchen es mal so. Huch. Hinhocken? Hinlegen? Ja. Nein. Oh, ich komme nicht tiefer. Ja, doch, doch. Eigentlich direkt drauf, irgendwie. So ein ganz bisschen höher. Wie viel Meter steht denn da? Achso, gar nichts, stimmt. Ach, schwierig dann zu sagen. Oder? Vierfach. Das müsste ja dann immer in 10er Schritten sein. Nee, in 100er Schritten, oder? Also 400. Also. Das ist weiter wie 100 Meter. Also ich persönlich so jetzt. Augenmaß würde ich sagen, das sind bestimmt 350, 400 Meter Luftlinie. Würde ich jetzt sagen. Leider habe ich mein Messgerät nicht dabei, Stein. Entfernungsmesser. Finde ich gerade ein bisschen schade. Aber mit diesen Dingern kann man auf jeden Fall auf Distanz besser jemanden erwischen. Als mit einem Snipergewehr. Das kann ich euch sagen. Müsste sogar auf Video sein, weil wir es mal ausprobiert haben. Hiermit braucht man nicht weit hochzielen. Mit der Sniper muss man ordentlich hochzielen.
Wind ist Gott sei Dank noch nicht relevant. Also überhaupt nicht. Also gefühlt, muss ich noch dazu sagen, gefühlt ist es nicht relevant. Oder das ist noch ein Rastplatz? Scheiße. Warum kriegen wir jetzt so viele Rastplätze hintereinander? Nee, ist kein Rastplatz. Also ja, klar auch, aber kein mit Schildern Rastplatz. Nee, da wollten sie einfach mal was Gutes tun. Warum nicht hier, ne? Stein da vorne. Da. Okay, dann futter ich noch mal kurz was. Dann gucken wir hier noch mal kurz runter. Wieder langsam. So. Super. Die spawnen nicht, obwohl ich weit weg bin. Also normalerweise, wenn die schon wieder dreimal respawnt. Egal. Stein habe ich ja schon gesagt. Seine Abrisskante so lang feiere ich total. Da waren wir auch im Hart, hatte ich glaube ich schon gesagt, in der Vorfolge müsste sein. Da waren wir auch so bei sowas ähnlichen. Also Hammer. Und vor allem da, wo wir wohnen. Also hier, wo wir wohnen. Baum. Gibt es genau sowas vom Sand? Ich glaube, das war mal so Sandabbau. Dings, wo jetzt halt Wald ist, also schon, was weiß ich, wie viel, hunderte Jahre zu. Ist halt auch nicht eingezäunt und nichts, das kann jeder lang gehen, der will. Da gibt es auch so richtig, also das ist unheimlich, wie tief das ist an der einen Stelle. Und komischerweise aber bei den ganzen restlichen so nicht. Vielleicht ist er auch schon eingestürzt, immer mal wieder zwischendurch, Stein. Aber unheimlich schön. Gibt es eigentlich hier Easter Eggs? Bei der Set? Oh, da ist die Stadt. Noch ohne Zombies. Ja, noch ohne Zombies. Da sind noch welche Bären dran. Okay. Oh, schwierig zu sehen hier der Weg. Doch. Hier lang. Gut, da will ich nicht sagen, das ist auch real, dass teilweise die Wege so dicht bewachsen sind, dass man wirklich auch real dann halt nicht mehr weiter weiß. Oder eben halt, dass die ganzen Schilder hier fehlen. Ist auch wieder schick. Ah, oh, diese Aussicht, die man jetzt... Oh. Ilseburg, ich sag nur Ilseburg, muss ja auf meinem Kanal einfach, ich glaube, Harz, Ilseburg... eingeben. Ein so unglaubliches Panorama, was wir da an Sicht hatten. Ey, boah. Schlimmste Strecke. Oh, schlimmste Strecke, die ich da jemals gegangen bin, vor allem, oder wir gegangen sind. Es war arschkalt. Und zweitens sehr, sehr weit und rutschig, Stein. Aber unendlich schön. Also, wow.
würde ich auch wieder gehen. Nicht unbedingt mit Schnee, aber so insgesamt auf jeden Fall, ja. Bin auch sehr froh, dass es hier in dem Spiel, ich sag mal vorsichtig, noch keinen Sonnenbrand gibt. Baum. Wie jetzt? Ah doch, hier. Okay. Klingt das nur so oder riecht das gleich? Ich hoffe, es klingt nur so. Ja doch, nee, ist nur windig. Oh je. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt da noch oben, schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.